Entscheidung habe für das Jahr 2018 noch keinen Titel gefunden. Da kommt mir wahrscheinlich erst in ein paar Jahre Sinn. Was ich aber weiss, ist, dass ich 2018 nicht so schnell werde vergessen. In diesem Jahr hat sich sehr viel verändert. Ich habe unglaubliche Sachen erlebt, die ich vor ein paar Jahren nicht mal davon geträumt hätte. Ich bin vor riesen Herausforderungen gestanden und habe schwere Entscheidungen getroffen. Ich habe neue Menschen an mich hergelassen und andere ziehen. 2018 war ein Jahr voller Veränderungen und das erste Mal. Ich habe das allererste Mal im Ausland gearbeitet, auch wenn es nur 3 Wochen waren und dann auch noch bei einem Fernsehsender. Ein Traum, den ich schon seit Ewigkeiten habe, ist in Erfüllung gegangen. Ich durfte das erste Mal ein Interview an eine Zeitung geben und von München aus mit einem 20-Minuten-Redakteur telefoniert. Ich habe das erste Mal mit 2 wunderbaren Freundinnen unseren gemeinsamen Film in einem Kino präsentiert. Und ich bin das erste Mal vor einem Saal voller Leute gestanden, wo die Technik mich im Stich gelassen hat und ich nicht mehr gewusst, was sagen. Auch fototechnisch hat es viel erste Mal für mich dieses Jahr. Ich bin das erste Mal auf einem Dach vor einer Box gestanden und habe Formel 1 Autos fotografiert. Ich war das erste Mal auf der Isle of Skye. Ich bin das erste Mal auf schwarzem Sand gestanden. Ich bin das erste Mal engagiert worden für ein Event und meine Bilder sind gezeigt worden, während der Niels Burri «Someone Like You» gespielt hat. Ich habe das erste Mal Schwinger fotografiert. Ich bin das erste Mal in einem Bühnengraben gestanden. Ich bin das erste Mal an einer Sprengung dabei gewesen. Ich war beim ersten Elektroautorennen vor der Schweiz und habe jede Sekunde davon vollkommen genossen. Ich habe das erste Mal ein riesen Vorbild von mir getroffen und habe das erste Mal im KKL fotografiert. Und im Schweizerhof. Ich musste das erste Mal ein Team verlassen, das ich richtig, richtig gerne hatte. Und habe das erste Mal den Entschluss gefasst, von jetzt an Fotogeschichten zu erzählen. Ich war das erste Mal im Balkan und ich war das erste Mal an einer WM-Finalparty. Ich habe das erste Mal einen Roadtrip gemacht und war das erste Mal zu Polen. Und ich habe das erste Mal Bilder verloren. Scheiß Gefühl, glaubt's mir. Ich habe das erste Mal entschieden, YouTube-Videos zu machen und vor der Kamera zu stehen. Ich habe das erste Mal einen Kurzfilm gedreht und das erste Mal einen ganz seriösen Podcast aufgeladen. Aber es hat nicht nur das erste Mal gegeben dieses Jahr. Es hat auch ein paar letzte Mal gegeben. Das letzte Mal mit dir auf Abenteuer gehen. Das letzte Mal mit dir über alles reden. Das letzte Mal mit dir in einem viel zu kleinen Hostelbett übernachten. Und dich das letzte Mal in den Arm nehmen und dir sagen, dass alles gut kommt. Dort im Wankdorf auf dem Gleis 5. Danke für alles, was du mir beigebracht hast. Ich werde dich ganz sicher nie vergessen, auch wenn du von jetzt an etwas Neues an deiner Seite hast. Ich habe dann schnell gemerkt, dass sich der Platz neben mir im Bett nicht so schnell füllen lässt. Ich habe gedacht, ich brauche jemanden an meiner Seite und habe viele neue Leute kennengelernt. Ich hatte wunderschöne Treffen, aber ich musste lernen, dass die perfekte Frau auch nicht bei Tinder auf mich wartet, sondern dass sie mich irgendwann finden wird. Und als ich dachte, alles kann nicht mehr komplizierter werden, ist plötzlich das hier dazugekommen. Mit 22 endlich von daheim ausgezogen, obwohl es mich finanziell komplett in Ruin zieht, aber hey, es hat sich so richtig angefühlt. Und vielleicht habe ich in diesem Jahr gelernt, dass man manchmal mehr auf sein Herz und weniger auf seinen Verstand hören sollte. Und jetzt schlage ich mich mit Anleitungen, Wäschplänen, Müllkalender, Wasserhärtegraden, Spülmaschinen und Ämtli, die man erledigen sollte. Sorry. Ich habe lange gemeint, ich sei alleine und ich habe niemanden an meiner Seite. Aber jetzt, wo sich so viel um mich herum ändert, merke ich, dass ich ganz viele tolle Freunde um mich herum habe. Bei denen kann ich Fotos machen, die Welt entdecken, geile Shit produzieren, Läufe rennen, abtanzen, Kaffee trinken, wunderbares Essen kochen, an Konzert gehen, Girling spielen, Stand-up hören, Kuchen essen, Podcasts produzieren, über das Leben reden und einfach nur glücklich sein.
danke jedem Einzelnen, der Teil in dieser Geschichte von meinem 2018 war. Ohne genau die wäre ich heute nämlich nicht da, wo ich jetzt stehe. Ich weiss, dass es von hier an nur besser wird, weil ich mich trotz allem auf und ab so glücklich wie noch nie fühle. 2018 war das Jahr von ganz vielen Veränderungen und ganz vielen ersten Mal. Und das erste Mal freue ich mich so richtig auf die Zukunft, die vor mir liegt. Ich freue mich, mit euch allen den Weg zu gehen. Wir sehen uns im 2019.